In der Tat sind die Zeiten so, dass es gut ist, dass wir als die Regierung Japans und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zusammentreffen zu diesen Konsultationen und auch, dass wir beide die Gelegenheit haben zum Austausch, denn die Zeiten sind herausfordernde für uns in Europa, für die ganze Welt durch den Bruch des Völkerrechts, durch Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den nächsten 10, 20 Jahren der Indopazifik vor allem die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und der Politik braucht. Ich bin mir sehr bewusst über die besondere Sicherheitslage im Indopazifik im Allgemeinen, aber auch natürlich im Besonderen der Lage, in der sich Japan befindet, angesichts der drei großen Protagonisten auf der anderen Seite. Und deswegen sind die Arbeitsfelder, in denen wir zusammenarbeiten können, noch einmal wichtiger geworden, als da wären die Rüstungskooperation, die Frage der gemeinsamen Übungen, aber insbesondere natürlich auch der rechtlichen Rahmenbedingungen für unsere militärische Zusammenarbeit, die wir ja heute in unserer Abschlusserklärung auch ausdrücklich erwähnen. Und dazu gehört auch, dass ich gerne meine guten Beziehungen zur deutschen Rüstungsindustrie einsetzen werde und dafür werben werde, die Kooperation mit Ihnen und Ihren Herstellern zu vertiefen. え、そぜひ握手をお願いします。